Ich muss 8 oder 9 Jahre alt gewesen sein, als mir zum ersten Mal klar wurde, dass ich die Ankunft der Zephyr nicht miterleben würde. Als kleines Kind stellte ich mir oft vor, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben das Schiff verließ und Fuß auf Eurus D setzte. Mir war damals nicht bewusst, dass dieses Privileg meinen Enkelkindern vorbehalten war. Ich erinnere mich noch, wie ich mit meinem Vater darüber geredet habe. Er schien das Thema meiden zu wollen. Und ich verstehe ihn. Niemand spricht gerne über die Sterblichkeit seiner Kinder. Aber trotzdem machte er mir Mut. Er erinnerte mich an die Bedeutung unserer Mission für das Überleben der Menschheit und sagte sowas wie, wir sind das einzige Ei im zweiten Korb. Mit dem Korb meinte er Eurus D, einem bewohnbaren Planeten nur 4 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und das Ei, das sind die rund 1300 Passagiere an Bord der Zephyr. Alle Menschen, die ich jemals kennenlernen werde. Stella? Stella? Liegst du schon im Bett? Vielleicht. Ich glaube, du solltest dich mal durchchecken lassen. Du schläfst sehr viel in letzter Zeit. Mir geht's gut, Papa. Na dann macht es dir ja wahrscheinlich nichts aus, nochmal aufzustehen, oder? Ich würde dir gern etwas zeigen. Was denn? Wirst du schon sehen. Ist eine Überraschung. Okay. Ich bin sofort da. Fantastisch. Du findest mich in meiner Wohnung. Oben. Okay. Wir befinden uns auf einem Raumschiff auf dem Weg von der Erde zu einem neuen Planeten. Und wir sind Teil der Crew und befinden uns im Spiel Between Horizon am 25. März 2024 erschienen und von Digitalis entwickelt, die schon Lacuna, wenn man das so ausspricht, entwickelt haben. Ich weiß, dass du krank bist. Aber ich muss leider los, okay? Ich bin bald wieder da. Was ist Shishi für ein Tier? Sieht aus wie so eine Mischung aus Fledermaus und nackter Hund. Ich weiß es nicht. Gut. Ich glaube, wir müssen hoch. Eieiei, beeindruckend. Wir haben ja richtig Pflanzen da drauf. Ich wusste, dass sich mein Vater Sorgen um mich machte. Ihm war aufgefallen, dass ich in letzter Zeit viel schlief und fast keine Sozialkontakte mehr hatte. Damals war mir nicht klar, was eigentlich mit mir los war. Aber es fiel mir immer schwerer, mich zu irgendetwas aufzuraffen. Da sind wir schon. Also, was willst du mir zeigen? Die Videobotschaften von der Erde für den Ankunftstag sind vorhin eingetroffen. Jetzt schon? Ja, die Nachrichten werden immer mit etwas Vorlauf geschickt, damit sie auf jeden Fall rechtzeitig da sind. Die Erde hat dieses Jahr eine Überraschung für uns. Was für eine Überraschung? Jetzt sag schon. Jeder bekommt eine private Nachricht von seinen Verwandten. Wir haben eine persönliche Botschaft von deiner Mutter, Stella. Kannst du dir das vorstellen? Navigator Joseph hat sie mir schon weitergeleitet. Willst du sie sehen? Ja, natürlich. Okay, los geht's. Und dieser Teil ist nun für meine Familie, richtig? Okay. Hi. Oh je, ich habe gar nichts vorbereitet. Mir wurde gerade erst mitgeteilt, dass ich euch eine private Nachricht senden kann. Wie geht's euch da draußen? Ich hoffe, bei euch läuft es besser als auf der Erde. Wir haben ständig Stromausfälle hier. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, dass die Aufnahmen nicht stattfinden können. Wie auch immer. Vor ein paar Tagen sind eure Videos von letztem Jahr angekommen. Stella, ich habe dich zum ersten Mal in deiner Uniform gesehen. Wow. Und du, William, bist kein Tag gealtert. Immer noch der hübsche junge Mann, den ich vor 40 Jahren kennengelernt habe. Erinnerst du dich noch an diese Nacht? Wir waren ausgerechnet auf einem Schiff. Wie hieß es noch? Irgendwas mit Spatz. Vielleicht verwechsle ich den Namen aber auch. Ich bin stolz auf euch beide. Die Mission ist so eine unglaublich wichtige, riesige Sache. Jeder auf der Erde drückt euch die Daumen. Jetzt seid ihr schon seit so vielen Jahren weg und es fühlt sich immer noch surreal an. Ich hoffe wirklich, dass meine Nachricht ankommt. Keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Für mich ist das alles Magie. Im öffentlichen Video könnt ihr mich auch sehen.
Alles Gute zum Ankunftstag. So sagt man doch, oder? Ich liebe euch. Das war's schon? Scheint, als hätten sie nicht viel Zeit für die Aufnahmen gehabt. Ich bin froh, dass man überhaupt die Gelegenheit hatte. Bekommen wir jetzt jedes Jahr eine private Nachricht? Weiß ich nicht. Vielleicht steht was dazu im Briefing. Das kam alles erst vor einer Stunde rein. Erzähl noch niemandem davon, okay? Alles in Ordnung, Papa? Deine Mutter hat etwas gesagt, was mir Sorgen bereitet. Was? Nie im Leben hat sie den Namen des Schiffs vergessen, auf dem wir uns kennengelernt haben. Ich muss mit der Kapitänin reden. Über Mama? Nicht direkt. Ist kompliziert. Das kann nicht warten. Tut mir leid. Ich erklär's später. Und weg ist er. Was zum... Ich krieg einen Anruf. Was ist denn heute los? Sergeant Alderich? Assistant Chief Stella? Ist dein Vater bei dir? Er hat sich gerade auf den Weg zur Kapitänin gemacht. Dann müsstest du mir helfen. Kannst du zum Security Office kommen? Klar, ich bin sofort da. Trägst du deine Ausrüstung? Ja klar, warum? Ich erklär's dir später, okay? Ein Bonsai? So, man kann sich die Sachen jetzt alle hier angucken. Zum Beispiel ein Foto von Bill und Liz und ein Bonsai. Der Bonsai steht, seit ich denken kann, in der Wohnung meines Vaters. Er hat gerne damit angegeben, dass es der einzige Bonsai auf dem Schiff ist. Anscheinend dachte jeder, dass er spätestens nach einem Monat im Weltall eingehen wird. Wundersamerweise ist der Bonsai 33 Jahre später immer noch am Leben, auch wenn er nicht viel gewachsen ist. Leider hat er vor ein paar Monaten begonnen zu welken. Sehr schade. Irgendetwas schien meinem Vater Sorgen zu bereiten, aber ich verstand nicht, warum dieses Detail so eine große Sache für ihn war. Und was wusste die Kapitänin darüber? So, rennen wir mal schnell zum Büro. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ah, ich glaube schon. So. Guten Abend, Surgeons. Assistant Chief. Hey, Stell. Paul, sprich sie korrekt an. Ach komm, Papa. Er hat recht. Wir sollten das Protokoll befolgen, Sergeant Paul. Natürlich. Ich bitte aufrichtig um Entschuldigung, Assistant Chief. Wie auch immer. Lass uns über den Grund meines Anrufs reden. Eine Tür im Netzwerkbereich hat eine Sicherheitswarnung ausgelöst. Wir hatten in den letzten Tagen einige Fehlalarme aufgrund von defekten Sensoren. Vermutlich ist also nichts. Allerdings habe ich versucht, Programmierer Aaron zu erreichen, der dort unten arbeitet. Und er geht nicht an sein PDA. Vielleicht trägt er Lärmschutzkopfhörer. Aber wir sollten sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Könntest du mit dem Aufzug nach unten in die innere Hülle fahren und nachsehen? Natürlich. Soll ich eine Sicherheitskraft mitnehmen? Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Programmierer Aaron sollte im Netzwerkbüro sein. Alles klar, ich kümmere mich drum und gebe dir Bescheid. Dann gehen wir mal flugs nach unten. Hier ist auch schon der Aufzug. Ah, ich muss ihn erstmal entdecken, so. So, schauen wir mal, was hier los sein könnte. Ui, die Tür sieht gar nicht gut aus. Was ist mit der Tür passiert? Okay, wir haben eine kaputte Tür. Programmierer Aaron? Aaron, alles okay? Oh, Aaron, was ist los? Was ist passiert? Mein Kopf tut so weh. Du hast eine Verletzung am Hinterkopf. Kannst du dich bewegen? Wirklich? Oh je, was ist passiert? Ich glaube, jemand war hier. Jemand war hier. Wie meinst du das? Ich bin zur Cafeteria gegangen für meine abendliche Pause, aber ich bin etwas früher als sonst zurückgekommen.
Ich arbeite gerade an einem neuen Algorithmus und hatte eine Idee, die ich nicht vergessen wollte. Als ich hier ankam, ist mir aufgefallen, dass die Tür zum Netzwerkbereich kaputt ist. Ich wollte überprüfen, ob in meinem Büro alles okay ist, und als ich reinkam, stand jemand neben meinem Schreibtisch. Was? Wer? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein Mann. Er war vermummt. Ich habe mich sofort umgedreht und wollte wegrennen, aber er hat mich überwältigt. Er hat mir mit irgendwas auf den Kopf geschlagen. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Gib mir einen Moment. Ich rufe Hilfe. Papa? Hier unten ist etwas vorgefallen. Aaron wurde angegriffen. Angegriffen? Wie geht es ihm? Er scheint okay zu sein, aber er hat eine Kopfverletzung. Ich schicke einen Arzt. Wer hat ihn angegriffen? Keine Ahnung, er sagt, die Person war vermummt. Anscheinend ist jemand in den Netzwerkbereich eingedrungen. Die Eingangstür wurde aufgebrochen. Ich informiere Sergeant Alderich und komme so schnell wie möglich zu dir. Hast du deine Waffe dabei? Ja, hab ich. Gut, ich bin in ein paar Minuten da, okay? Schau dich in der Zwischenzeit um und rede mit Programmierer Aaron. Vielleicht kannst du herausfinden, was der Einbrecher im Netzwerkbereich wollte. Okay. Pass auf dich auf, ich bin gleich da. Gut. So, was liegt hier rum? Dieses Werkzeug scheint nicht hier hinzugehören. Na, sowas. Vielleicht weiß Programmierer Aaron mehr. Ich finde es schön, dass die alle mit Berufsbezeichnung angesprochen werden. So, hallo, Programmierer Aaron. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Lass mich nachdenken. Was machst du hier unten eigentlich? Wir beaufsichtigen die verschiedenen Schiffsnetzwerke. Man kann über die Terminals im Raum nebenan darauf zugreifen. Aber nur, wenn man die Zugriffsrechte oder mein spezielles Werkzeug hat. Ah, verstehe. Lass mich nachdenken. Hast du irgendeine Ahnung, was der Einbrecher hier drin wollte? Ich hatte noch nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, aber da wir hier im Netzwerkbereich sind, würde ich vermuten, dass es was mit Netzwerken zu tun hat. Ich kann mich umschauen und überprüfen, ob mir irgendwas Ungewöhnliches auffällt. Nein, du solltest dich ausruhen, bis die Ärzte da sind. Ich schaue mich um und sage Bescheid, wenn mir irgendwas auffällt. Danke. Lass mich nachdenken. Das ist erstmal alles. So, zeigen wir ihm mal hier dieses Ding. Weißt du, was das hier sein könnte? Natürlich, das ist eines meiner Werkzeuge. Wo hast du das denn gefunden? Neben der Tür, die in den Raum mit den Terminals führt. Da habe ich das definitiv nicht hingetan. Glaubst du, dass der Einbrecher das Werkzeug benutzt haben könnte? Davon bin ich überzeugt. Man kann damit über die Terminals nebenan auf die Netzwerkdaten zugreifen und sie manipulieren. Das war also vermutlich das Ziel des Einbrechers. Gibt es einen Weg herauszufinden, was genau der Einbrecher getan hat? Wenn wir wüssten, welches Netzwerk er manipuliert hat, wäre das ein guter Anfang. Ich erteile dir Zugang zu den Terminals. Danke. Was kann ich auf dem Bildschirm sehen? Jedes Terminal zeigt eine Visualisierung der Daten, die im Verlauf der letzten 24 Stunden über das Netzwerk übertragen wurde. Ferrit hat die Visualisierung angelegt, um die Daten für Benutzer ohne technischen Hintergrund lesbar zu machen. Auf der linken Seite sind die gesendeten Daten und auf der rechten Seite sind die empfangenen Daten. Wenn ein Netzwerk manipuliert wurde, sollte auf einem der Terminals eine Unregelmäßigkeit zu erkennen sein. Ich schaue es mir an. Danke. Gut, gehen wir mal hier rüber. So, jetzt müssen wir uns die wahrscheinlich alle nochmal einmal angucken. Genau, jetzt haben wir eins freigeschaltet. So, schauen wir uns die anderen auch nochmal an. So, jetzt müssten wir sie alle haben. Perfekt. So, links sind dann wahrscheinlich die eingegangenen Daten und rechts die ausgegangenen Daten. Gut, aber ich weiß immer noch nicht genau, was das darstellen soll. Wir sprechen, glaube ich, nochmal mit Aaron darüber. Mit Programmierer Aaron natürlich. Was genau sehe ich auf den Terminals? Eine Visualisierung der Daten, die im Verlauf der letzten 24 Stunden von jedem Netzwerk gesendet und empfangen wurden. Die Menge der gesendeten Daten links sollte immer äquivalent sein zu der Menge an empfangenen Daten rechts. Die Terminals sind eigentlich nur zur Kontrolle gedacht, aber theoretisch kann man damit Daten hinzufügen oder entfernen. Wenn ein Netzwerk manipuliert wurde, sind die Datenmengen auf der linken und rechten Seite nicht mehr gleich. Was ist mit diesem Netzwerk hier? Kommt dir irgendetwas seltsam vor? Vielleicht. Dafür müsste ich es mir genauer ansehen. Nein, du solltest dich ausruhen. Ich schaue es mir selber an.
Eine Frage noch. Die Visualisierung auf der linken und auf der rechten Seite sehen alle unterschiedlich aus. Ich schätze, ein Rechteck steht für eine bestimmte Zahl Striche. Korrekt, aber ich weiß gerade nicht mehr für wie viele. Ferrit arbeitet jeden Tag mit den Terminals, aber ich habe sie mir seit einer Weile nicht mehr angeschaut. Aha. Gut, also ist das eine mathematische Frage, die wir hier klären müssen. Wir haben hier eine Tafel, in dem kein Rechteck vorkommt. Das heißt, auf Basis von diesen Daten sollten wir in der Lage sein zu berechnen, was ein Viereck bedeutet. Wir haben links 11 Striche, rechts sind 3. 11 weniger 3 sind 8. Bedeutet, zwei Vierecke sind 8 Striche. Bedeutet, ein Viereck sind 4 Striche. Gut. Dann hätten wir hier links 10 und rechts auch. Hier hätten wir 11 und rechts auch. Hier wären es 10 links und 10 rechts. Okay. Hier hätten wir links 11 und rechts hätten wir 12. Dann ist dieses Element falsch. So, das können wir jetzt irgendwie melden. So, welches Element war es? Ich glaube, das hier. 4, 8, 19, 11, 4, 8, 12. Passt. Bestätigen. Stella, alles in Ordnung? Programmierer Aaron, wie fühlst du dich? Mir geht's gut, Chief. Aber ich werde mich durchchecken lassen, um sicher zu gehen. Ich habe herausgefunden, warum der Einbrecher hier war. Er hat eines der Schiffsnetzwerke manipuliert. Gute Arbeit. Ich glaube, ich weiß sogar welches. Könntest du dir das mal anschauen, Programmierer Aaron? Natürlich, zeig her. Ja, du hast recht. Sieht aus, als ob Malware ins PDA-Netzwerk eingeschleust wurde. Du stimmst mir zu? Gut. Nicht gut meine ich natürlich. Exzellente Arbeit, Stella. Pass auf, eigentlich bin ich gekommen, weil ich euch etwas sagen will. Ich habe mich gefragt, was genau der Plan des Einbrechers gewesen sein könnte. Auf den Terminals im Netzwerkzugriffsraum sind nur die neuesten Daten, die von dort zu unseren zentralen Servern geleitet werden. Auf die aktuellen Daten hätte der Täter mit meinem Werkzeug zugreifen können. Aber stattdessen hat er Malware hochgeladen. Die großen Server im Serverraum machen regelmäßig Backups von den Daten auf den Terminals. Vielleicht war sein Plan, über die Terminals auf die Server zuzugreifen. Aber wozu? Ich vermute, dass er sich selbst Zugangsrechte erteilen wollte, damit er im Serverraum ältere Daten runterladen kann. Müsste er dann in den Serverraum gehen, um das tun zu können? Korrekt. Stella, folg mir. Jetzt. Okay, ich komme ja schon. Mach mal ein bisschen langsamer. Uiuiui, hier leuchtet es aber ganz schön bunt. Und da sitzt unser Verbrecher am Boden. Sieht ein bisschen aus wie ein Kind. Hey, stopp! Stella, komm! Genug! Noch ein Schritt und ich schieße! Leg dich flach auf den Boden, sofort! Was ist passiert? Die Tür zerdrückt mich. Was kann ich tun? Warum schließt sie sich? Sie dichtet den Bereich ab. Irgendwo muss ein Durchbruch sein. Wie kann ich das stoppen? Ich glaube nicht, dass das geht. Was soll ich tun? Stella, hör zu. Spatz war unser Codewort. Was? Wovon redest du? Liz wollte mir sagen, dass etwas nicht stimmt. Wie kann ich das stoppen, Papa? Papa! Und sein Körper wird wieder Teil des Schiffs werden. Er wird bei uns bleiben,
bis unser aller Reise endet. William war nicht nur der beste Chief of Security, den ich mir wünschen konnte, sondern auch ein geliebter Freund. Ich habe nicht erwartet, dass er vor mir geht. Ich würde die Gelegenheit gern nutzen, um allen Gerüchten ein Ende zu setzen. Williams Tod war das Resultat einer unglücklichen Verkettung von Umständen. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Eine Kiste mit Frachtgut hat sich gelöst und ein Loch in den Boden der inneren Hülle geschlagen. Luft trat aus in das Vakuum in der äußeren Hülle. Wegen des sinkenden Luftdrucks gingen die Sicherheitstüren zu. Dank des schnellen Handelns unserer tapferen Mechaniker konnte der Durchbruch rasch behoben werden. Allerdings... Ich starrte auf die Notizen für meine Rede, ohne ein Wort davon zu lesen. Wir hatten uns darauf geeinigt, den Tod meines Vaters als bedauerlichen Unfall darzustellen und den Einbruch in die innere Hülle geheim zu halten, um die öffentliche Sicherheit nicht zu gefährden. Sicherheit war unser höchstes Gebot. Wer zwischen die Bevölkerung des Schiffs und ihre Sicherheit geriet, wurde zerquetscht. Es gab keine Möglichkeit, das Individuum zu retten. In gewisser Weise ergab das Sinn für mich. Das musste es auch. Immerhin war ich jetzt Chief of Security. Oh, freut mich, dass es dir besser geht, Shishi. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Lauf nicht wieder weg, okay? Wer ist mein kleiner Schatz? Genau du. Oh, wie süß. Ja, was soll er dazu sagen? Okay, an der Stelle... Mit einem neuen Rang auf unserem großen Schiff machen wir erstmal einen Break. Und ich danke euch wie immer fürs Zuhören, fürs Zusehen. Macht's gut, bis bald. Tschüss.